70 Jahre Kriegsende. Das Thema der heutigen Podiumsdiskussion im Münchner Künstlerhaus. Unter der Schirmherrschaft des Bundestagsvizepräsidenten Johannes Singhammer tagt der Außenpolitische Club der CSU mit hochrangigen Gästen. Die Generalkonsuln Frankreichs, der USA und Russlands diskutieren über Frieden, Freiheit und die Zukunft Europas. Das zeigt, dass Deutschland jetzt nach vielen Verwirrungen und Irrungen und schlimmen Zeiten jetzt auf der Sonnenseite der Geschichte angekommen ist. Und damit müssen wir behutsam in Verantwortung auch umgehen. Für Singhammer sei der 8. Mai kein Feiertag, sondern ein Tag der Erinnerung und des Gedenkens. Es ginge vor allem darum, die richtigen Lehren aus der schrecklichen Nazi-Vergangenheit für die Zukunft zu ziehen. Bei der Podiumsdiskussion werden auch weitere Themen wie die aktuelle Situation in Europa angesprochen. Zur schwierigen Fragestellung, wie die europäischen Staaten mit der Ukraine-Krise und mit Putin umgehen sollen, steht der russische Generalkonsul Dr. Sergej Ganza Rede und Antwort. In einem sind sich alle Beteiligten einig. Niemand möchte mehr einen Krieg. Wir haben auf dem Weg als geachtetes Mitglied in der Völkergemeinschaft einen weiten Weg, aber einen erfolgreichen Weg zurückgelegt. Deshalb bleibt es auch für die Zukunft wichtig, dass die europäischen Staaten im Dialog sind und gemeinsam Probleme lösen.